Rund 300 Tonnen Trockenschlacken kommen per Lastwagen und Zug pro Tag in den Ketzo an. Der Stoff ist in anderen Kirchverbrennungsanlagen schon einmal durch den Ofen. Er ist alles andere als wertlos. Drin hat es Edelmetall. Um an das hinzukommen, ist Hightech gefragt. Vom Container geht die Schlacke in eine moderne Sortieranlage. Sie arbeitet mit Unterdruck und ist luftdicht, sodass es nicht stäubt. 40 Millionen Franken an Investitionen stecken in dieser Anlage. 10 Jahre lang haben der Geschäftsleiter Daniel Böhni und sein Team daran getüftelt. Das Pionierhaft ist sicher ein Produkt, das ist Trockenschlacke. Wenn Sie Trockenschlacken aufbereiten, haben Sie Möglichkeiten, auch die feinsten Metalle zu separieren. Das heisst, so feine Metalle, wie wir hier separieren, das tut man nie nicht auf der Welt separieren. Und Sie sehen, es ist ein relativ einfacher Prozess. Daniel Böhni schickt Trockenschlacken durch ein Labyrinth von Röhren, Förderbänder und Sieb. Mit Schütteln, Rütteln und Blasen trennt die Anlage Metallteile in unterschiedliche Grössen. Wir sind sehr stolz auf die Anlage, wenn man sich vorstellt, dass Schlacken, das so ein schwieriges Produkt ist, 24 Stunden am Tag aufbereitet wird, vollautomatisch. Dann kann man wirklich stolz sein auf all die Leute, die bei dieser Entwicklung mitgeholfen haben. Jetzt zeigt sich, was alles in diesem Zivilisationsmüll steckt. Zum Beispiel Aluminium, Blei, Messing und Eisen. Aber auch Edelmetall wie Gold, Silber und Kupfer. 2017 war das erste volle Betriebsjahr der modernsten Schlackensortieranlage in der Schweiz. Die Menge und der Wert, die sich angesammelt haben, ist mehr, als man erwartet hat. Die Schweiz aktuell hat die neuesten Zahlen. 65 Kilo Gold im Wert von 2,1 Millionen Franken. 1750 Kilo Silber macht weitere 0,8 Millionen. 800'000 Kilo Kupfer im Wert von 2,5 Millionen Franken und 2,9 Millionen Kilo Aluminium, das entspricht 2,5 Millionen Franken. Also wir können sagen, dass aufgrund von den Metall, die wir jetzt hier separiert haben, wir in den Feinschlacken einen gleichen Gehalt haben wie in einer Gold-Silbermine oder auch Kupfermine im Ausland. Das heisst, es ist extrem viel Metall in dieser Feinschlacke drin. Man muss es nur rausnehmen. Wir wissen heute aus den neuesten Analyseresultaten, dass wir auch noch Potenzial haben, noch ein Bier ein bisschen mehr rauszuholen. Mit dem Erlös deckt Ketso die Betriebs- und Kapitalkosten der Sortieranlage. Gross Gewinn macht Ketso dabei nicht. Der Franz Adam hat die Entwicklung in Wil aufmerksam verfolgt. Er leitet beim Kanton Zürich die Abteilung Abfallbewirtschaftung und Betrieb, ist also eine Art Mr. Recycling. Ketso ist für ihn ein Paradebeispiel dafür, wie man aus Abfall kostbare Rohstoffe zurückgewinnen kann. All das Metall, das wir hier haben, das hat wie so einen ökologischen Fußabdruck und einen Rucksack von der Umweltbelastung mit sich. Wenn man das aus einer Mine rausgenommen hat, wenn man es aufgearbeitet hat, es hat zu einer Umweltbelastung geführt und viel Energie braucht. Und wenn man es hier wieder braucht, kann man es wieder nehmen, dann kann man es mit geringem Aufwand letztlich wieder in den Kreislauf der Metall wieder zurückführen. In tonnenschweren Behältern geht das Granulat aus Metall ins Ausland. In Deutschland, Schweden und Belgien wandern es in Schmelzöfen. Die produzieren daraus wieder reines Kupfer, Silber und Aluminium. Und das wertvollste Edelmetall? Gold.